Ja, wenn man mal die Entscheidung getroffen hat, da soll es hingehen, dann muss man sich ja bewerben. Wie habt ihr denn das gemacht? Okay, also bei uns, also müssen wir auch schon noch ein bisschen vorgehen. So richtig interessant fanden wir natürlich auch ein paar andere Orte. Und Saragossa war für Anfang an noch nicht so unser Ding, weil, wie gesagt, man hat es mal gehört, aber es liegt nicht am Meer, ist zwar Spanien, aber ja, es war so irgendwo in der Pampa irgendwie. Und ja, und dadurch, dass wir aber irgendwie gesagt haben, hey, wir hatten jetzt wirklich ein langes Corona, ein, zwei Jahre und wir waren immer zu Hause, Jungs, komm, wir müssen was zusammen machen, lass mal eine andere Kultur kennenlernen, anders studieren und einfach mal von hier weg. Und dann dachten wir, komm, wir gehen es einfach an, wir gehen nach Saragossa, weil uns auch vom International Office empfohlen wurde, wenn ihr zu dritt was machen wollt, wir haben drei Plätze in Saragossa, ist eine coole Sache und wir dachten uns, warum nicht, sich mal auf was Neues einzulassen. Ah, ihr habt das also schon, das war eine verabredete Sache, ja? Ihr habt Genau, dann ja. zusammen, das ist eine coole Idee, ja. Also sowas habe ich auch mal gemacht. Das ist dann doch, steht man nicht ganz so verloren da, wenn man dann ankommt. Ja, auch wenn wir es jetzt hier zu dritt gemacht haben, absolute Empfehlung auch. Wenn ihr jetzt nicht gerade irgendwie eure Clique im Studium habt, macht es auf jeden Fall auch alleine. Also es finden sich so schnell durch diese ganzen Events am Anfang, durch die fortlaufenden Events von der Erasmus-Gruppe vor Ort, es finden sich so schnell Leute aus unterschiedlichsten Ländern, waren extrem viele Deutsche auch unterwegs, viele Italiener und natürlich auch viele Spanier vor Ort, klar. Und da findet ihr so schnell neue Leute, von denen man macht es auf jeden Fall auch alleine. Grundsätzlich zur Bewerbung kann man noch sagen, dass man eine Prioritätsliste hat, in der man drei Universitäten auf die Liste setzen kann, Prio 1, 2, 3. Und je nachdem wird dann ausgewählt, auf welche Universität, Partnerhochschule man zugelassen wird. Und dann kriegt man auch relativ schnell eine Zusage oder Absage von der Partneruniversität und Aber dann Lars, man läuft muss es. auch dazu sagen, man ist so flexibel mit International Office bei Auf uns. jeden Also auf Fall. jeden Fall, wenn da mal was nicht passen sollte, ihr könnt da reden, ihr kriegt Empfehlungen und es wird alles am Ende so hingedreht, dass es auf Auf jeden jeden Fall Fall, passt. Fragen Ja. wurden immer Ja, auf jeden super gut Fall. beantwortet vom Outgoing-Portal von Diana Budde, Cora Mate und Monika Buchinger. Genau. Also macht sich Wunschort abhängig. Wir hatten auch zuerst andere Wunschorte und das hat nicht Ja. geklappt und am Ende war es mega geil. Also von dem her Ja, und macht vor allem sich ist man davon dann auch abhängig. enttäuscht, wenn es dann doch nicht klappt. Vor allem, wenn man zu dritt gehen will, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es vermutlich nicht klappen wird. Genau. Also zu mir kann man auch gerne kommen, ja, wegen Fragen konkret zu Saragossa. Bin ich auch immer gerne bereit, da Fragen zu beantworten. Und ja, auch nochmal also zu Saragossa, das ist schon auch ein Riesending von der Uni. Ne? Das ist also Ja. nicht direkt vergleichbar mit unserer Uni hier. Die Größenordnung passt eher, dass man sagen kann, die Fakultät ist ungefähr so groß wie unsere Hochschule. Ja. Und insgesamt ist das also nochmal deutlich größer. Entsprechend hat man schon auch da eine ganze Menge studentisches Leben, auch das bei uns ein bisschen anders aussieht. Ja, absolut.